Start Nummer 25, Golfclub Gut Freiberg, Loch 3, Par 4. Jürgen, du als Golfprofi hast sicherlich tolle taktische Tipps für dieses Loch. Ja, Loch 3 ist sicher eines der attraktiveren Löcher, die wir in Freiberg hier haben. Und der Abschlag hat es schon mal sehr in sich. Man muss ein bisschen taktisch wählen. Man darf maximal 2,40 vom Tee schlagen. Das heißt, für die sportlich besseren Golfer werden wahrscheinlich ein Eisen oder ein Dreierholz vom Tee nehmen und haben dann circa so um die 120, 130 zur Fahne. Und für die Durchschnittsgolfer, die ein bisschen höheres Handicap haben, würde ich empfehlen, dass sie vielleicht sogar auf 3 Schläge anlegen. Einmal zuerst schauen, dass sie das Fairway treffen. Was wichtig ist, rechts kommt das ganze Wasser ins Spiel, also eher ein bisschen links halten, versuchen das Fairway zu treffen und dann entscheiden, je nachdem wie weit man noch zur Fahne hat, ob man das Grün mit dem zweiten attackiert oder vielleicht eher nur vorlegt, mit dem dritten aufs Grün und dann vielleicht 2 Putts macht und das Bogey nimmt und trotzdem noch ein paar Punkte auf die Scorekarte bringt. Hier befinden wir uns jetzt am Fairway des dritten Loches. Nach einem optimalen Abschlag wird man circa irgendwo hier bei 120 Meter Grünanfang liegen. Und jetzt hat man die beste Ausgangsposition, um das Grün zu erreichen. Ich würde empfehlen, eher kurz zu bleiben, kurz unter der Fahne zu bleiben, weil das Grün etwas von hinten nach vorne hängt. Und hinten ist ein Wasserhindernis noch hinter dem Grün. Und das hintere Plateau ist auch sehr schwierig anzugreifen. Deswegen besser eher unter der Fahne zu bleiben, maximal bis Mitte Fahne. Dann hat man den besten Putt fürs Birdie. Besitzt dieses Green denn Besonderheiten? Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, wie man hier sehen kann, das Green hängt etwas von hinten nach vorne und dann hinterm Grün ist auch das Wasserhindernis platziert. Von dem her, wie ich gesagt habe, eher kurz bleiben unter der Fahne, dass man bergauf Putt hat und natürlich das Wasserhindernis auch aus dem Spiel nimmt. Und ich würde sagen, wenn man hier ein Paar spielt und mit 4 runtergeht vom Grün, kann man sehr zufrieden sein und aufs nächste Loch gehen. Gerd, erklär uns doch die Philosophie des Golfclubs. Ja, ich kenne den Golfclub Freiberg jetzt schon seit 21 Jahren und die Philosophie war immer, sehr familienfreundlich zu sein. Und vor 21 Jahren hatte der Platz ja noch 3 Löcher und keine Fairway-Bewässerung, keinen Kinderspielplatz, keine Kinderkurse und. Und mittlerweile hat sich das so toll entwickelt, dass ich wirklich sagen kann, ich kenne in Österreich keinen vergleichbaren Club. Wir haben eine Kinderbetreuungsanlage, die es nirgends gibt. Wir haben einen Platz mit Fairway-Bewässerung nach neuesten Technologien und ich bin froh, dass ich hier bin. Und es ist aber noch immer ein System in dem Club, wo sich jeder wohlfühlt. Es ist niemand abgehoben. Es spielt jeder mit jedem und auch die Platzpflege ist eine Pflege, die man wirklich in Österreich suchen muss. Ich bin froh, dass ich hier bin.